Hallo zusammen, hier ist der Dominik von 4kfilme.de. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir waren für euch auf dem Samsung EU Forum 2020 auf Malta. Und für uns und für andere Pressevertreter aus Europa war dies die erste Möglichkeit, das komplette TV, Audio und auch Home Appliances Lineup von Samsung unter die Lupe zu nehmen. Für uns war es aber natürlich erstmal wichtig, die TV-Geräte, die Lifestyle-TVs sowie die Audiogeräte, also Soundbars, erstmals im kompletten Lineup sehen zu können. Und vor allem, oder was uns am meisten interessiert hat, war natürlich das neue 4K QLED-Lineup, das bis dato eigentlich noch nicht offiziell kommuniziert wurde. Und in diesem Video möchte ich euch einmal das gesamte Audio- und TV-Lineup 2020 vorstellen. Also inklusive den Einsteigergeräten, den 4K QLED-TVs, den 8K QLED-TVs sowie allen Soundbars, die zumindest ausgestellt waren. Und da werde ich dann auch noch ein paar zusätzliche Dinge zu sagen. In der Videobeschreibung werde ich euch auch eine kleine Übersicht geben, in welcher Minute oder ab welchem Zeitpunkt ihr zu welchem Gerät wechseln könnt. Falls euch zum Beispiel nur der Kuhn 950T, also der 8K-TV von Samsung interessiert, dann könnt ihr hier direkt springen. Dann starten wir doch gleich mit dem 4K-Lineup. TU-1100-Serie beginnt. Hier befinden wir uns im Einsteigersegment, welches auch von Samsung rebrandet wurde. Hier sprechen wir jetzt von den Crystal UHD-TVs. Ganz normale LCD-TVs mit Edge-LED und Nanokristallanteil oder Nanokristallmaterial, welches die Farbdarstellung etwas optimieren soll, aber nur im Vergleich zu, ich sag jetzt mal, anderen günstigeren Geräten. Man sieht aber hier auch im Video blickwinkelabhängig, also man muss schon die richtige Sitzposition haben bei diesen Geräten. Und wir starten hier auch mit dem Crystal Prozessor 4K, auch ein Rebranding, wie ich jetzt zumindest das gesehen habe. Also dahinter verbirgt sich im Regelfall der UHD-Prozessor aus dem vorherigen Jahr, beziehungsweise leicht optimiert. Wir haben hier dann schon die One Remote dabei, HDR, also HDR10, HLG und HDR10+, ein Contrast Enhancer und den Universal Guide als Highlight Features. Erhältlich ist die Serie in 43 bis 75 Zoll mit allen Zwischengrößen, also auch 50 und 58 Zoll. Ein Schritt nach oben geht es dann mit der TU-8000 Serie. Hier haben wir im Vergleich zur 7001er das Boundless Design, wie Samsung es nennt, also ein etwas ansprechenderes Design des Rahmens, gleich Multiple Voice Assistants, also mehrere Sprachassistenten, Bixby ist dabei und Google Assistant auf jeden Fall. Dann haben wir in der Serie auch schon den Ambient Mode mit dabei und die Spiegelung via Mobile View. Erhältlich ist diese Serie auch in 43 bis 82 Zoll sogar, auch mit den Zwischengrößen 50 und 58 Zoll. Etwas überraschend fanden wir die nächste Serie. Diese hatten wir irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Hierbei handelt es sich um die TU-8500 Serie. Und wie wir in Erfahrung bringen konnten, soll sich es hierbei um sozusagen eine Fachhandelsmodellreihe handeln. Also die wird vielleicht nur bei Technikhändlern auffindbar sein, also weniger bei Onlinehändlern. Der Unterschied ist, oder zu den vorhergehenden Serien ist, dass hier auch schon dieses neue Dual-LED mit an Bord ist und Samsung nennt die Kombination mit dem Display dann Dynamic Crystal Display, erhältlich in 43, 50, 55 und 65 Zoll. Und somit schließen wir mit der Crystal UHD-Serie ab und können uns endlich mit den neuen 4K QLED-TVs beschäftigen. Den Anfang macht die Q60T Modellreihe, also das Einsteigermodell im 4K-Bereich.
erhältlich in den Größen 43, 50, 55, 58, 65, 75 und sogar 85 Zoll. Also Samsung geht hier in die Vollen. Und dieses Modell hat einen Quantum-Prozessor Lite, wie Samsung es nennt. Ich vermute eher, dass es sich hier um eine vielleicht etwas aufgebohrte Version des UHD-Prozessors handelt, welcher in den Crystal-Modellen genutzt wird. Wir haben hier schon Dual-LED verbaut, Dual-LED verbaut und auch den Ambient-Mode, wie bei dieser TU8500-Serie. Dual-LED müsste man noch erklären. Hierbei handelt es sich um ein verändertes LED-Backlight. Es ist immer noch ein Edge-LED-Backlight. Hier werden aber zwei verschiedene LED-Lichter genutzt, die verschiedene Farbtemperaturen haben, also eine warmweiß und eine normalweiß Farbe. Und da, dahingehend kann, also je nachdem, was für ein Content angezeigt wird, kann hier etwas besser die Farbdarstellung optimiert werden. Und laut Samsung soll sich dadurch auch der Kontrast verbessern lassen. Jetzt kommen wir auch schon zur Q70T-Serie. In meinen Augen die erste richtige QLED-Serie. Hier haben wir den Step-Up mit dem Quantum-Prozessor 4K, der neue Quantum-Prozessor mit AI, also verbesserter Artificial Intelligence. Hier soll der Bildprozessor sich auch schon wie ein neurales Netzwerk verhalten, also nicht nur wie ein eingelernter Algorithmus. Wir haben den Ambient Mode Plus mit ein paar mehr Funktionen mit drin und ab der Q70T-Serie ist es auch erstmals ein 100-Hertz-Panel. Wir haben auch Wide Viewing Angle, also eine verbesserte Bildstabilität, wenn man den Blickwinkel verändert bzw. steiler macht in dem Sinne. Und hier haben wir auch schon die zwei neuen Funktionen, den Active Voice Amplifier, der die Dialoglautstärke sowie die Gesamtlautstärke erhöht, wenn zum Beispiel die Umgebungslautstärke sich verändert, weil jetzt mehrere Leute auf einmal den Raum betreten oder weil die Kinder durchs Wohnzimmer rennen oder wie auch immer. Und wir haben auch Adaptive Picture, was ähnlich funktioniert, nur bezogen auf die Umgebungshelligkeit. Das Bild wird in der Helligkeit angepasst, also wenn auf einmal die Sonne reinscheint, oder dann Wolken sich vor die Sonne schieben. Da verändert sich ja immer die Umgebungshelligkeit. Oder jemand macht auf einmal ein Licht an. Dementsprechend wird hier auch immer das Bild an die, wie gesagt, Umgebungshelligkeit angepasst, um dem Nutzer auch immer den besten Kontrasteindruck zu geben. Die Q70T-Serie ist in 55 Zoll, 65 Zoll, 75 Zoll und 85 Zoll erhältlich. Und dann kommen wir auch schon zur Q800T-Serie. Hier wird es so langsam interessant, weil das ist die erste Modellreihe mit Direct Full Array LED Backlight, also einem direkten LED Backlight. Das soll bei den regulären oder bei den beliebten Zollgrößen, ich denke mal 55 bis 65 Zoll, eine maximale Helligkeit von 1500 Nits ermöglichen. Bei der 49 Zoll Variante sind es 1000 Nits. Laut unserer Information sind es um die 48 Dimming-Zonen. Diese Info kommt nicht direkt von Samsung, sondern haben wir uns, durch Kollegen und anderen Pressevertretern zusammengesucht. Die Dimming-Zonen-Anzahl kann aber mit der Displaygröße variieren. Also größere Displays werden wahrscheinlich auch mehr Dimming-Zonen haben. Dann ist die Q80T-Serie die erste Modellreihe, die auch das neue OTS, Object Tracking Sound, nutzt, weil die Serie auch dann oben mit so Top-Speakern, also auf der Rückseite, hat man da so einen Schlitz, kann man den sehen. Da sind nochmal zwei obere Lautsprecher vorhanden und mit dieser, also der Prozessor analysiert das Bild, sieht vielleicht, okay, dieser Sound des Autos, dieser passt zusammen mit diesem Objekt auf dem Video, also jetzt ein Auto, wo von links nach rechts fährt, und dementsprechend wird dieses Audio-Objekt auch versucht, von links nach rechts zu verschieben, so dass man auch so einen, ähnlich wie bei Dolby Atmos, also so einen 3D-Soundeffekt bekommt. Die Q80T-Serie ist erhältlich in 49, 55,
65, 75 und sogar 85 Zoll. Deswegen auch der Hinweis, die Dimming-Zonen werden wahrscheinlich variieren. Bei 85 Zöller werden es sicherlich mehr sein. Eigentlich würden wir euch jetzt hier gerne die Q90T-Serie zeigen. Das war aber leider nicht möglich, weil Samsung dieses Modell nicht ausgestellt hat. Hier sehen wir gerade die darüberliegende Q95T-Serie. Der Grund, wieso das Modell nicht gezeigt wurde, ist, dass eigentlich die Bildqualität und der Featureumfang fast identisch sind von diesen beiden Modellreihen, also die Q90T und die Q95T, die ihr hier seht. Der einzige Unterschied ist eigentlich, dass diese One Connect Box und One Invisible Cable Lösung nicht mit dabei ist, also die ganzen Anschlüsse, die sind direkt am Gerät. Und das ist auch der Grund, wieso die No-Gap Wall Mount nicht hier zum Einsatz kommen kann, was etwas schade ist. Aber wie gesagt, Samsung will dann damit eine günstigere Version der Q95T-Version sozusagen schaffen. Wir konzentrieren uns dann deswegen jetzt mal auf die Q95T-Variante. Hier haben wir dann auch natürlich dieses Direct Full Array LED Backlight. Laut unseren Informationen mit 96 Dimming-Zonen. Wir haben auch diese Anti-Reflektionsschicht, die, ja, ich sag mal, die schwarz oder ja, einfach die Reflektionen im Raum, also so Lichtpunkte und so, besser schluckt oder zumindest umleitet. Dadurch verbessert sich dann der Kontrast, auch wenn jetzt zum Beispiel wirklich helle Lichtpunkte im Raum das Bild stören würden. Wir haben eine maximale Helligkeit von 2000 Nits, 1500 Nits beim 55 Zoll Modell. Der Ultra Viewing Angle ist mit dabei, also die verbesserte Bildstabilität, wenn man den Sitzwinkel hier ändert. Und wir haben hier bei der 95T-Serie dann auch, wie gesagt, die One Invisible Connect Connection, also diese Kabellösung mit der One Connect Box mit dabei und die Möglichkeit, eine No-Gap Wall Mount zu installieren. Nochmal einen Schritt zurück, die Q90T-Serie ist verfügbar in 55, 65 und 75 Zoll und die Q85T-Serie ist in den gleichen Größen verfügbar, aber oder zusätzlich auch in 85 Zoll. So, das war es dann auch schon vom 4K QLED-Segment. Also wie gesagt, hier haben wir die Q60T-Serie, Q70T, Q80T, Q90T und Q95T mit den jeweiligen Step-Ups, die ich euch gerade beschrieben habe. Und insgesamt sind diese Serien oder diese QLED-TVs in Größen von 43 bis 85 Zoll erhältlich. Nach 4K kommt natürlich ein Thema, was Samsung vor allem am Herzen liegt, und zwar die 8K-TVs. Hier beginnen wir mit der neuen Q800T-Serie. In Augen von Samsung der Einstieg oder der günstigere Einstieg in die 8K-Welt. Hier haben wir ein 8K QLED-Display, eine verbesserte Variante des Bildprozessors, weil es müssen natürlich auch die 8K-Inhalte interpretiert und wiedergegeben werden können. Bedeutet der 8K Quantum Prozessor 8K, auch mit AI, also mit diesem verbesserten neuralen Netzwerk. Wir haben hier OTS Plus, also Object Tracking Sound Plus, weil wir haben hier nicht nur oben Lautsprecher noch auf der Rückseite des Displays, sondern auch noch an der Seite. Somit ist es noch besser möglich, sozusagen einen 3D-Effekt der bewegten Klangobjekte zu ermöglichen. Die maximale Helligkeit liegt bei diesen Geräten bei 2000 Nits und wir haben hier einen ähnlichen Step-Up, Step-Down wie bei den 4K QLED-Geräten. Bedeutet, die Q800T-Serie hat keine Invisible Connect Kabellösung und auch keine One Connect Box. Alle Anschlüsse befinden sich direkt hier am Gerät und es ist auch nicht möglich, eine No-Gap Wall Mount zu installieren. Die Dimming-Zonen konnten wir leider nicht in Erfahrung bringen, diese werden aber
weniger sein als bei dem Top-Modell, welches ich euch gleich zeigen werde. Und diese Modellreihe, die Q800T, ist in 55, 65 und 82 Zoll erhältlich. Und somit sind wir an der Speerspitze des Samsung TV-Lineups 2020 angekommen. Die Geräte oder das Gerät, welches ihr hier seht, ist die Q950TS-Serie, die 8K Premium-TVs, wie man, wenn man so sagen möchte. Hier mehr als verblüffend dieses neue Infinity-Screen-Design, welches ihr hier gerade seht. An der Seite, hier haben wir diese Löcher, und dahinter verbergen sich auch Lautsprecher, die seitlichen Lautsprecher, diese metallische Rahmen, der geht um das ganze Display herum und man sieht hier auch die der Display-Rahmen an sich ist wirklich, ich weiß nicht, vielleicht 1,2 mm dick, sieht jetzt hier im Video vielleicht so ein bisschen dicker aus, aber wenn man vom TV sich entfernt, dann ist dieses wirklich fast nicht mehr sichtbar. Also es ist, man hat eigentlich fast nur Display vor sich. Ultra-Slim Design nennt Samsung das auch, oder Infinity Screen. Und hier haben wir bei diesem Modell wohl die höchste Anzahl an Dimming-Zonen. Angeblich sollen es 480 sein, die eine maximale Helligkeit von bis zu 4000 Nits ermöglichen. Bei der 65-Zoll-Variante 3000 Nits. Und hier haben wir dann auch noch mit dabei die One Invisible Connect Kabellösung und auch die One Connectbox. Die Q950TS-Serie ist in den Zollgrößen 65, 75 und 85 Zoll erhältlich. Ihr seht hier auch diesen mittigen Standfuß, der wurde beibehalten von den letztjährigen Modellen. Und das bringt uns eigentlich schon direkt zu den Lifestyle-TVs. Samsung bedient jetzt nicht nur, ich sage jetzt mal, den 0815-Kunden oder den Otto-Normalverbraucher, der sich im Einstiegs-, mittleren oder High-End-Preissegment bewegt, sondern versucht sich auch so seine eigenen Nischen zu schaffen, was Samsung auch echt ganz gut macht. Und hier das erste Modell, welches ich euch zeigen möchte, ist auch neu auf dem europäischen oder deutschen Markt. Wurde in Südkorea schon veröffentlicht und hierbei handelt es sich um das Zero, ein 43 Zoll 4K QLED-TV, der ein drehbares Display hat. Dieses kann hochkant und vertikal genutzt werden, mit kompatiblen Smartphones von Samsung zum Beispiel dreht sich das Display automatisch, wenn das Smartphone auch gedreht wird und gerade die Inhalte gespiegelt werden. Man kann dieses aber auch über die SmartThings App kann es gesteuert werden oder über die Fernbedienung, da gibt es extra so einen Knopf, mit dem man dann auch das Display drehen kann. Vertikale Bilderstellung macht in dem Sinne vor allem für die Generation Z Sinn, weil hier werden schon 4 von 5 Videos eigentlich vertikal aufgenommen und auch die ganzen Social-Media-Kanäle setzen immer mehr auf dieses vertikale Design. Aber man kann dann auch ganz normal horizontal Inhalte anschauen, Serien, Filme oder auch ganz normale Videos, die in diesem Format gedreht wurden. Wie gesagt, dieses Gerät ist jetzt sozusagen der Startschuss für diese Serie und hier erstmal in 43 Zoll. Wenn es erfolgreich ist, kann es sicherlich sein, dass hier noch erweitert wird auf andere Zollgrößen. Wichtig, hier haben wir auch dieses Adaptive Picture mit dabei, 4K AI Upscaling Prozessor, also diesen Quantum Prozessor 4K, auch alle HDR-Formate und was noch wichtig ist, eine sehr gute Soundausstattung, 60 Watt und 4.1 Kanal Sound, welches unterhalb des. Beim Thema Lifestyle darf der The Frame TV auch nicht fehlen. Mittlerweile in der 4. Generation schafft es dieser 4K QLD TV auch weiterhin Nutzer für sich zu begeistern. Neu ist in diesem Jahr eine 75 Zoll Variante, also 75 Zoll, und eine 32 Zoll Variante. Der 32 Zoller hat nur Full HD und wie wir hier gerade sehen, so eine ganz kleine Connect-Box und auch ein etwas dickeres Kabel. Die anderen Geräte alle One Connect-Box und diese Invisible Kabellösung und ganz neu alle TV-Geräte haben auch Dual LED, welches auch bei den Q60T und Q70T QLEDs
zum Einsatz kommt. Auch die ganzen neuen Features wie Adapt Picture sind natürlich in dieser Serie jetzt auch mit an Bord. Und um das Thema Lifestyle abzuschließen, hier haben wir noch The Serif. Der TV ist in den Größen 43, 49 und 55 Zoll, auch ein 4K QLED-Gerät in den Farben Weiß und Blau, also dieses ein bisschen dunklere Weiß und dieses Hellblau. In diesen Farbvarianten gibt es das Gerät. Und hier haben wir auch die gleichen Features wie im letzten Jahr, nur ein bisschen verbessert. Hier zum Beispiel auch dieser Quantum-Prozessor 4K verbessert. Wir haben hier zum Beispiel die Möglichkeit, ein NFC-Smartphone hier oben drauf zu legen und hier dementsprechend verbindet sich das Gerät direkt mit dem TV. Man kann mobile Inhalte hier auch einfach spiegeln und ja, ist eher für den Nutzer, der wirklich auch etwas Wert auf Style legt, sage ich jetzt mal. So, den Endspurt machen wir dann mit den Samsung Soundbars. Hier haben wir die neue S-Serie im Einsteigersegment oder im günstigeren Segment angesiedelt. Die S40T und S41T Serie ist ein 2.0 Soundsystem mit Quadrat-Akustikstoff überzogen. Also beide Serien, die ihr hier seht, Bluetooth mit dabei und ein recht kompaktes Design. Also wirklich die Basis, das Basis-Upgrade. Und die S40T Serie hat hier schon 4.0 Sound, auch Quadrat-Akustikstoff. Alexa und Bixby mit dabei und kann auch als Homespeaker genutzt werden. Der Step-Up im normalen Soundbar-Segment heißt hier HWT650. Hier haben wir ein 3.1-Kanal-Soundsystem mit 6.5 Zoll kabellosen Subwoofer, unterstützt Dolby Digital 5.1 und Virtual DTS:X. Hat einen Center-Speaker mit dabei oder dient als Center-Speaker, hat auch den Game-Mode mit dabei und man kann sich auch mit Bluetooth verbinden. Das erste richtig neue Modell ist der HWQ60T, ein 5.1-Kanal-Soundbar mit 6.5 Zoll kabellosen Subwoofer, auch Unterstützung für Dolby Digital 5.1 und Virtual DTS:X Sound. Hier wird schon die Acoustic Beam Technologie genutzt, also diese Flötentechnologie, die den Sound besser im Raum verteilt. Das Gerät ist auch schon Q-Symphony fähig, also das Koppeln von TV-Lautsprechern mit den Soundbar-Lautsprechern und auch Bluetooth-Verbindung ist bei diesem Gerät möglich. Ein großer Step-Up ist dann der HWQ700T, ein 3.1.2-Kanal-Soundsystem, auch mit kabellosen Subwoofer, unterstützt erstmals Dolby Atmos und DTS:X, auch hier mit Akustik-Beam-Technologie, die hier nach oben abstrahlt, Q-Symphony-fähig, WLAN und Bluetooth ebenfalls mit an Bord. Und Samsungs ganzer Stolz ist der neue Q800T oder HWQ800T Soundbar, auch ein 3.1.2-Kanal Soundbar, 8 Zoll kabelloser Subwoofer mit dabei, Dolby Atmos, DTS:X, Akustik-Beam-Technologie, Q-Symphony und hier auch neu Sprachassistenten sind auch mit dabei via WLAN und Bluetooth. Solltet ihr bis jetzt durchgehalten haben, sage ich schon mal vielen Dank. Das war das komplette TV- und Audio-Line-Up von Samsung. Es gibt auch noch ein paar kleinere Änderungen vielleicht oder so. Diese werden wir aber dann ganz sicherlich über die entsprechenden Beiträge auf www.4kfilme.de mitteilen. Preise konnte ich euch jetzt in diesem Video leider nicht nennen. Diese werden erst Anfang März öffentlich gemacht. Diese werden wir aber natürlich dann in einem Beitrag dann auch nachreichen auf unserer Webseite. Hat euch das Video gefallen? Ihr wisst, einen Daumen nach oben, Kommentare unterhalb des Videos und wenn ihr unseren YouTube-Kanal abonniert, dann verpasst ihr natürlich auch keine zukünftigen Videos, auch von anderen Herstellern. Ciao, euer Domi von 4kfilme.de.